Hallo zusammen, hier ist wieder Ocelan und wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich heute also einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um einen Erfolg, den wir einmal finden können unter Dungeon Schlachtzüge, dann Dragonflight und hier haben wir das Achievement Massenhaft zurück. Für dieses müssen wir folgendes machen: Besiegt Tyr den ewigen Hüter in der Dämmerung des Ewigen auf dem Schwierigkeitsgrad mythisch, nachdem ihr 18 Zeitrisse geschlossen habt. Und dafür müssen wir erstmal hier in die Instanz rein. Dämmerung des Ewigen und dann ist es so, dass wir einmal zur Tyr durch müssen. Hier klärt ihr am besten allen Trash, also sowohl auf der Hauptplattform als auch möglichst einiges auf der Plattform, die links von uns liegt. Also das ist quasi die, wo wir eigentlich gar nicht hin müssen, denn hier müssen wir mit einem Item interagieren. Und zwar haben wir einmal hier diese Sanduhr. Die klicken wir an und wenn wir die angeklickt haben, dann haben wir für den nächsten Try quasi die Zeitrisse aktiviert. Wenn ihr es verkackt, kann ich euch gleich hier schon mal sagen, aus Erfahrung, ihr müsst es bei jedem Try wieder neu aktivieren. So, jetzt ist es so, wenn ihr das aktiviert habt, spawnen zusätzlich zu seinen normalen Mechanics auch nochmal Zeitrisse und diese Zeitrisse, aus denen kommen Ads raus. Diese Ads müsst ihr töten. Ich sag's euch ehrlich, die Ads können nicht viel, ne? Also was die Fähigkeiten sind eigentlich relativ irrelevant. Das einzige Schwierige an der Geschichte ist, dass der Kampf relativ lang laufen wird. Die Zeitrisse spawnen nämlich relativ langsam und bei uns war es tatsächlich so, dass wir insgesamt 12, 13 Minuten gegen ihn kämpfen mussten. Ihr seht jetzt oben, Zeitrisse geschlossen, 0 von 18. Und ihr seht, da hinten kommt schon der erste Zeitriss, da kommen dann einfach Gegner raus. Und diese Gegner, die könnt ihr wegliefen oder, was ich euch empfehlen kann, macht es am besten so, dass ihr das Ganze mit zwei Tanks spielt. Nicht, weil die krass viel raushauen oder so, sondern wenn ihr die immer beim Boss wegklieft, habt ihr schlichtweg die Problematik, dass der Boss stirbt, bevor ihr die 18 Zeitrisse durch habt. Ne? Wenn es natürlich nicht geht, so wie bei uns mit dem Sorken, dann zieht die kurz ran. Ihr seht, die konnten überhaupt nichts, die sterben auch relativ schnell. Aber, wie gesagt, 12, 13 Minuten dauert es, bis alle Zeitrisse aufgegangen sind. Und ja, wenn ihr die beim Boss macht, so viel Leben hat er tatsächlich nicht, dann klieft ihr die langsam runter. Die sind auch noch da, während hier diese Zwischenphase beginnt, ne? Da müsst ihr ja diese kleinen Orbs quasi einmal aufsammeln. Da kann es dann ein bisschen tricky sein. Konzentriert euch am besten trotzdem auf die Orbs, klieft die so nebenbei durch, denn diese Teile sollten dann nicht durchgehen, sonst ja, wird der Bosskampf relativ eklig. Gut, mehr ist es eigentlich nicht, also richtet euch einfach auf einen langen Kampf ein und sollte euer Boss zu low gehen, resettet den lieber. Denkt dran, ihr müsst dann die Zanduhr nochmal anklicken, sonst kommen natürlich diese Ads nicht aus den Portalen raus. Gut, das war's dann soweit mit dem kleinen Guide. Sollte da noch Fragen offen geblieben sein, dann schreibt die gerne in die Kommentare. Und sonst sehen wir uns gerne beim nächsten Video wieder. Euer Tyr, bis zum nächsten Mal. Ciao.